ich begrüße meinen Kollegen Florian König. Herzlich willkommen, Florian. Servus, Markus. Wir haben ein tolles Thema im Januar gehabt und das strahlt jetzt auch in den Februar über Robin Hood gegen die großen Hedgefonds. Wie kann man denn diese Frontenstellung erklären? Worum geht es da genau? Das haben viele von Schlagzeilen her gehört, aber noch nicht ganz verstanden in jedem Fall vielleicht. Das kann ich mir vorstellen, weil so einfach ist das gar nicht. Weil zum einen geht es ja um die Hedgefonds, die Aktien leer verkauft haben. Und auf der anderen Seite hat man die Kleinanleger, diese Robin Hood Trader, die Aktien kaufen und nach oben treiben. Und warum kommt da so eine Kursexplosion zustande? Also, um nochmal zu nennen, die Aktie GameStop, die war im letzten Jahr mal handelbar zu 3 US-Dollar. Jetzt bei dem Mega-Hype war sie auf einmal bei 480 US-Dollar. Also man sieht da schon, hat extrem Schub bekommen. Mittlerweile stehen wir aber auch wieder bei ungefähr 50 US-Dollar. Hier sieht man schon, da sind einige Bewegungen drin. Und wie kommt das zustande? Zum einen haben die Hedgefonds gesagt, GameStop hat ein bescheidenes Geschäftsmodell. Das ist nicht lebensfähig. Was macht GameStop? GameStop verkauft im Prinzip Konsolen und Spiele. Und gerade die Gaming-Szene, die ist ja sehr internet- und digital-affin, die wird nicht mehr so CDs kaufen mit einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Selbst die neue PlayStation, die hat zum einen halt noch ein Laufwerk und zum anderen halt nur noch die Möglichkeit, es selbst runterzuladen. Dahingehend sieht man, das Geschäftsmodell von GameStop ist schon angegriffen. Früher haben die mega gute Cashflows erzielt durch den Verkauf von gebrauchten Spielen. Das ist auch nicht mehr möglich, weil wenn man einmal online spielt, dann hat das Spiel im Prinzip auch die Kennung und dann kann man es auch nicht mehr unbedingt gut weiterverkaufen. Ja, also ganz klar, die Migration ins Internet gräbt diesem etablierten Geschäft das Wasser ab. Genau, und deswegen haben die Shortseller gesagt, okay, da wetten wir jetzt drauf, dass der Kurs weiter sinkt und wir eventuell dann eine Insolvenz sehen. Und die sind im Prinzip so vorgegangen, dass sie ihre Bank gefragt haben, angeklopft, hey, habt ihr GameStop-Aktien, die wir uns leihen können, gegen eine gewisse Gebühr? Die Bank sagte natürlich, okay, können wir machen. Dann nehmen diese Aktien und verkaufen sie am Markt. Lass uns das Beispiel GameStop mal betrachten. Dann verkaufen sie die zum Beispiel bei 30 US-Dollar am Markt und wetten darauf, dass sie irgendwann später zu einem günstigen Preis diese Aktie zurückkaufen können. Das heißt, wenn sie dann später zu 15 Euro zurückkaufen, haben sie einen Gewinn von 15 Euro gemacht. Genau diese Differenz zwischen Einkauf- und Verkaufspreis. Jetzt war es aber so, dass die Robinhood-Trader gesagt haben, hey, hier ist was wirklich nicht effizient, weil teilweise mehr Aktien geschortet waren, als GameStop überhaupt hat. Das heißt, da war auch von den Hedgefonds enorm viel Gier im Markt. Und dann haben die Kleinanleger ganz clever gedacht und haben gesagt, hey, jetzt kaufen wir die Aktien, mal gucken, was passiert. Und die haben sich dann in gewissen Bereichen, Communities zusammengefunden, was durchaus grenzwertig ist aus meiner Sicht, aber haben halt dann die Aktien nach oben getrieben. Und dann ist es natürlich so, dass die Hedgefonds auch mit gewissen Hebeln und Leverage dabei waren. Und dann klopft dann irgendwann die Bank auch an und will mehr Sicherheiten. Die meisten Hedgefonds konnten nicht mehr Sicherheiten liefern, mussten zwangsverkaufen, also zwangskaufen die Aktie. Und dann haben die nochmal die Aktie auf den Markt gekauft mit ziemlich hohem Volumen und dann kam es zu einem Schub nach oben. Und so hat sich dieses Ding halt hochgeladen bis zu teilweise 480 US-Dollar. Das sieht ja nach einem spektakulären Sieg der Kleinanleger in der ersten Runde aus, muss man bewusst dazu sagen. Wie sieht denn das auf Dauer aus? Wird es da einen Sieger, einen Gewinner geben oder vielleicht sogar nur Verlierer? Denn da steht ja viel im Feuer, das hast du ja schon ausgeführt. Das stimmt, also bin ich ganz bei dir. Die erste Runde ging an die Kleinanleger. Bei der zweiten Runde ist es so, den letzten beißen die Hunde. Also wenn die Kleinanleger zu gierig werden und zu hohen Preisen dann die Aktien immer noch kaufen, möglichst dann auch mit Hebel, was absolut nicht ratenswert ist, dann ist es so, dass halt ich eine Aktie kaufe, die eigentlich weniger wert ist. Weil das, wie wir schon ausgeführt haben, das Geschäftsmodell ist nicht so bombig. Und irgendwann wird der Markt wieder zurückkommen zu vernünftigen Bewertungen. Und dann sinkt halt der Kurs.
Und diejenigen, die zum Schluss eingestiegen sind, die halt auch leider richtig gierig gemacht wurden in diesen Communities, indem man halt irgendwelche Auszüge von Konten oder von Depots hochgeladen hat, wo halt da stand, wow, innerhalb von ein paar Stunden ein paar Millionen verdient. Also so richtig dieser dumme Fang, dass die kleinen Anleger halt gierig gemacht wurden. Und dahingehend muss man wirklich sagen, ja, wird es einige geben, die richtig böse auf den Mund fallen und die einige Verluste verbuchen müssen. Können diese Spekulationen systemrelevant werden? Ich habe vereinzelt zum Beispiel Warnungen gesehen, dass ja durchaus auch mal im Extremfall zum Beispiel eine Bank in den Strudel geraten könnte. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist durchaus möglich, weil wenn ich dann wieder was gehebelt habe und also wenn ich was mit Kredit kaufe und das, was ich gekauft habe, mit Kredit ist eigentlich nichts wert, dann will irgendwann die Bank auch mehr Sicherheiten. Und dann ist es so, dass viele Kleinanleger in die Insolvenz schlittern werden. Darüber hinaus haben wir im Prinzip auch den Broker und die Clearingstellen, die im Prinzip beide Sachen oder beide Seiten bedienen wollen. Und da ist es so, dass wenn halt kein Geld mehr da ist bei den Kleinanlegern, dann können auch diese Broker mit ihrem eigenen Geld dafür haftbar gemacht werden. Und so kann es schon sowohl als Broker als auch Banken in diesen Strudel mit reinziehen. Das ist durchaus denkbar. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass die Regulierung einspringt und da im Prinzip was verbietet. Das muss ich sagen, finde ich langfristig nicht gut, weil Regulierungen sind immer bescheiden. Der Staat hat einfach nicht diese Kompetenz, da vernünftig vorzugehen, sondern wir sollten uns mehr um die Finanzbildung unserer Leute kümmern. Und nur so können wir vermeiden, dass sowohl weniger Verluste entstehen, als auch eine Aktienkultur geschaffen wird, wie wir Altersarmut langfristig vermeiden. Wenn es Spekulationsblasen gibt und erhöhte Volatilität, wie du das schon geschildert hast, dann gibt es ja auch Chancen, wenn man die Gefahren richtig einschätzt, wenn man richtig damit umgeht. Wo seht ihr denn die Chancen? Klar, also wenn viele auf den Zug GameStop aufspringen und die Shortseller verkaufen müssen, dann haben die auch andere Portfolio-Positionen, die sie veräußern müssen, ohne Rücksicht auf den Preis. Und das sind für mich die schönsten Worte, die man sprechen kann an der Börse, wenn ich auf der Käuferseite stehe. Das heißt, wir schauen uns an, welche Technologieunternehmen gefallen sind, welche Technologieunternehmen zu Unrecht ausverkauft wurden und finden da vereinzelt was. Also zum Beispiel Pfeiffer, unser Amazon der Arbeitswelt, ist da ordentlich nach unten gedrückt worden, teilweise über 20%. Und da schauen wir genauer hin und positionieren uns dann auch mit Limits. Also man sieht, man sollte dann nicht unbedingt den ganzen Schlagzeilen nachrennen, weil auf Basis von Schlagzeilen Entscheidungen zu treffen, ist immer meistens falsch, sondern man sollte sich auch mal darüber hinausgehend Gedanken machen. Was ist noch möglich? Wo bekomme ich einen vernünftigen Preis für den Wert der Aktienposition, die es wirklich hat? Und wenn man da clever ist und nachschaut, findet man bestimmt was. Herzlichen Dank, Florian König. Das war unser Gespräch heute zu dem sich anbahnenden oder begonnenen Titanenkampf, die Kleinanleger gegen die Hedgefonds. Und wir haben heute darüber gesprochen, wie sich das weiterentwickeln kann, was die Risiken, aber auch was die Chancen dabei sind. Herzlichen Dank. Servus, Markus.